Hallo Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich habe heute für euch eine Idee zum Thema Weihnachten, zum Thema Adventskalender und ich möchte euch heute die ganz besonders neuen Frosty-Farben vorstellen. Und eventuell auch noch zum Thema Halloween. Genau. Und zwar möchte ich mit euch heute diese kleinen Täschchen, die es bei Stampin' Up gibt, bestempeln. Ich möchte euch das einmal zeigen mit diesen tollen neuen Farben, die wir haben. Die sehen so aus. Gibt es in verschiedenen Farben. Ich habe einmal Frostweiß, Gold, Las Vegas Gold heißt es, glaube ich. Ich zeige es euch mal. Und einmal noch dieses Kupferfarbene mir bestellt. Und es gibt aber noch eine weitere Farbe oder zwei. Ich blende es euch aber ein. Wenn man mit diesen Farben arbeitet, dann kann man wirklich richtig kreativ sich austoben. Da kann man richtig tolle Sachen machen. Und unter anderem kann man eben auf Stoff stempeln. Und ich zeige euch heute, wie das funktioniert. Und ihr werdet auch in den nächsten Videos noch einiges sehen mit den Frostfarben, weil ich finde, es gerade zu Weihnachten oder zum Herbst oder zum November, Dezember passt es einfach unheimlich gut oder Januar. Und ich finde die richtig schön und möchte euch heute mal zeigen, wie man damit arbeitet. Und ich weiß noch nicht ganz genau, wann dieses Video ausgestrahlt wird. Ich drehe ja schon fleißig vor. Aber ich würde euch auch noch eine Variante zu Halloween zeigen und dann gucken, wie ich das am besten plane. Denn wir haben jetzt hier das Weihnachtssäckchen. Das ist einfach dieses Säckchen. Die gibt es bei Stampin' Up, die heißen Weihnachtssäckchen. Genau. Das sind immer drinnen 8 Stück. Da könnte man natürlich super einen Adventskalender basteln. Wenn man den dann hier so bestempelt, ist es nur ein Beispielmotiv. Das kann man natürlich noch viel mehr ausbauen. Da könnte man zum Beispiel kleine Nummern hinhängen oder so eine kleine Karte, wie ihr hier seht. Ich weiß nicht, ob ihr das in der Mitte seht. Das ist auch noch mit so Schimmereffekt gearbeitet. Bin mir jetzt nicht sicher, ob man das in der Kamera sieht. Es wäre halt jetzt das gleiche Motiv, wie hier auf dem Säckchen ist, nochmal in der Karte. Und auch hier außen drauf ist es nochmal bestempelt. Also sowas könnte man machen oder man macht wirklich einen Adventskalender, wo man dann Nummern ausschneidet und dann drauf macht. Oder man macht einfach eine ganz andere Verpackung. Das muss ja nicht zu Weihnachten sein. Wie gesagt, ich zeige euch heute auch noch eine Halloween-Variante. Und ja, man kann es auch zum Geburtstag machen oder zu jedem anderen Anlass. Es ist einfach schön mit den Farben. Und ich finde es so gestempelt auf so einem Säckchen, das macht sich ein bisschen so mit dem Vintage-Look. Das schaut richtig schön aus. Okay, also wir fangen jetzt an mit dieser Variante. Und zwar habe ich hier das Stempelset Wunderbarer Weihnachtsstern. Und ich stempel mir einmal dieses große Motiv auf und dieses schöne Frohe Weihnachten. Das ist auch schön groß und zeige euch einfach mal, wie man das grundsätzlich macht. Also ich brauche als erstes mal mein Säckchen, meine zwei Stempelmotive, die ich aufstempeln will. Dann brauche ich natürlich meine Farbe. Das ist jetzt Kupfer. Und immer wenn ich mit dem arbeite, schüttle ich das vorher mal durch. Dann brauche ich zusätzlich noch ein Fingerschwämmchen und eine schwarze Tinte. Ich nehme jetzt mal die Stays-on-Tinte. Wer noch das alte schwarze Stempelkissen hat, mit dem habe ich das hier gemacht. Das funktioniert auch super. Und jetzt probiere ich es eben mal mit der Stays-on-Tinte aus. Okay, aber wir fangen jetzt erstmal an mit unserem kupferfarbenen. Und dazu nehme ich mir das Fingerschwämmchen und es passt hier oben genau auf diese Öffnung drauf. Drehe mir das einfach ein bisschen rum. Streifen wir dann die Farbe so ein bisschen am Rand ab. Also so, einmal die Farbe drauf machen und dann hier so abstreifen am Rand. Und damit kann ich jetzt einfach direkt auf mein Stempelmotiv drauf tupfen und mir das quasi dann auch schon aufstempeln. So. Ich mache es jetzt zur Sicherheit mal zweimal. Damit ich alles schön benetzt habe und kann mir dann mein Motiv direkt schon mal auf das Säckchen stempeln. Ich drücke mir das gut an, sodass ich wirklich ja, die ganze Fläche drauf kriege und ich halte das auch ein bisschen länger als normalerweise beim Stempeln, damit ich mir einfach sicher bin, dass das Ganze dann drauf passt. Drauf kommt schön. Okay, so sieht das Ganze jetzt aus.
Ich habe hier eine kleine Stelle, da ist es nicht so gut angegangen, da habe ich vielleicht zu wenig Farbe benutzt. Aber grundsätzlich finde ich, hat das einen unheimlich schönen Effekt, weil es so, es hat wirklich so einen Vintage-Look irgendwie. Ich finde das richtig, richtig schön. Und damit das Ganze haftbar gut drauf bleibt auf dem Säckchen, soll man das Ganze erhitzen. Und das mache ich jetzt einfach mit meinem Embossing-Föhn, so wie beim Embossen auch. Und jetzt testen wir mal, können da so drüber streichen und da verschmiert nichts mehr. Schon ist es fertig. Und jetzt nehmen wir einfach den Spruch auch noch, frohe Weihnachten. Und ich mache das jetzt, wie gesagt, mit der Stays-On-Tinte. Und stempel mir das frohe Weihnachten noch so oben drüber. Und teste das jetzt mal aus, ob das eben mit dem Stays-On auch funktioniert. Ja. Also ich finde, es schaut richtig schön aus. Mir gefällt es so gut, weil es eben so eine weiche Farbe kriegt irgendwie. Es schaut so weich aus, nicht so hart. Okay, also das wäre jetzt mal die eine Version für Weihnachten. Da könnt ihr natürlich alles machen. Also je nachdem, welche Stempelset ihr habt, ihr könnt da alles ausprobieren. Und wenn ihr euch so eine kleine Karte dazu basteln wollt, ich habe die gemacht in Chili mit 9 cm x 6 cm und gefalzt bei 4,5 cm. Und habe mir die auch einfach bestempelt. Ich habe jetzt hier einfach innen rein den zweiten Abdruck von meiner Blüte genommen. Den so einmal schräg drüber gestempelt. Der soll jetzt wirklich nur ganz leicht sein. So ganz leichter Schimmereffekt. Und für außen habe ich einfach dieses zweite Element nochmal frisch mit Farbe aufgenommen. Also ihr könnt genauso auf Papier mit der gleichen Technik stempeln. Macht euch das schön voller Farbe. Und dann stempel ich mir das außen drauf. Und da braucht ihr es aber nicht föhnen. Da trocknet es einfach von alleine. So. Und die frohen Festtage, die habe ich aus dem Stempelset. Wo habe ich es denn hingelegt? Alles, alles Gute. Da ist dieses frohe Festtage relativ klein drin und das kann man außen schön drauf machen. Das habe ich einfach in Schwarz drauf gestempelt. Ich versuche es jetzt ein bisschen gerader hinzukriegen. Ja, es ist okay. Auf dem anderen ist es ein bisschen schief. Aber das weiß ja keiner. Als kleiner Tipp zum Saubermachen, ich mache es so, dass ich mir, bevor ich in mein Reinigungskissen reingehe, mir diese Farben schon mal mit Babytüchern einfach sauber mache. Also es sind ja ganz normal wasserlöslich, aber irgendwie habe ich da ein besseres Gefühl, wenn ich das vorher mit Babytüchern sauber mache. Und für die Stays-On-Tinte braucht ihr sowieso einen anderen Reinigungsmittel-Entferner. Ich fange jetzt mit der Stays-On an. Bei den Festtagen müssen wir es auch so machen. Und spritze mir das danach immer nur mit Wasser einfach weg. Genau, und die anderen Farben mache ich auch entweder mit dem Reiniger ganz normal oder mit Wasser, je nachdem. Mit beiden sauber. Doppelt hält besser. Und der Vollständigkeit halber, also innen rein, habe ich einfach so eine Schneeflocke aus den Sinless Schneezauber. Da kann man sich ja ganz, ganz viele tolle Schneeflocken ausstanzen. Da habe ich mir einfach eine ausgestanzt und die klebe ich mir innen rein mit so einem zusammengerollten Glue-Dot. Besser wäre es natürlich, wenn man, bevor man es ausstanzt, diese Klebefolien hinten drauf macht. Aber gut, so geht es auch. Dann habe ich mir das Ganze gelocht und dann dahin gebunden mit einem Band. So. Also so habe ich diese Weihnachtstüte gemacht. Und wir machen jetzt aber noch eine Halloween-Version. Und zwar mit dem wunderschönen Stempelset hier.
Und da habe ich mir schon mal die Hexe, den Hexenkessel und die kleinen Sterne rausgenommen und stempel mir das Ganze jetzt nochmal auf mein Beutelchen drauf. Mache ich wieder mit der Stess-on-Tinte und ich lasse euch dabei über meine Schultern gucken. Und jetzt nehme ich mir nochmal das Gold, das Las Vegas Gold, und mache diese kleinen Blubberblasen oben drüber. Also vorher wieder nochmal immer schütteln. Und dann können wir uns das Gold auch aus dem Deckel raustupfen. Das geht natürlich auch. Seht ihr? Könnt ihr da auch natürlich rausnehmen. Schön oben drüber verteilen. Und dann mal gucken, ob das so ankommt. Also das ist jetzt ein sehr kleines Stempelmotiv. Kennt man ein bisschen schlecht. Ich denke, auf Papier eignet sich das besser, wenn man so kleine Stempelmotive hat. So, also die zaubert hier einen schlimmen Trunk, die kleine Hexe. Und was ich jetzt mache, ich male mir jetzt meine Hexe mit den Stampin' Right Markern an. Ich brauche noch ein paar Farben mehr. Und genau, da könnt ihr mir auch einfach über die Schultern schauen, wie das funktioniert. Ich teste es jetzt einfach mal aus, ob das so gut geht, was man da alles mit den Zäckchen machen kann. Aber das funktioniert schon mal sehr gut. Also ich kann hier sehr schön drauf malen. So, ihr seht, das ist jetzt meine Halloween-Version. Ich finde, die ist ganz süß geworden. Ihr seht, man kann mit den Markern richtig gut darauf malen. Mir gehen ein bisschen die neuen Farben ab. Die habe ich noch nicht nachbestellt, aber das werde ich noch machen. Apfelgrün hätte ich jetzt unheimlich gern da in diesem Cocktail, in diesem Gebräu da zusammen gebraut sozusagen. Aber ja, also es ist wirklich schön geworden. Mir geht noch ein bisschen Hautfarbenton ab, also da muss ich noch gucken, dass würde ich anders gestalten, aber ansonsten finde ich, es ist richtig schön geworden. Und gerade an Halloween kann man natürlich solche Beutelchen unheimlich gut gebrauchen, um da was Hübsches zum Verpacken. Und da könnte man dann noch so ein kleines Spinnennetz hinmachen oder sowas. Also da gibt es natürlich noch ganz viele Möglichkeiten. Und hier ist natürlich die Weihnachtsversion. Also ihr könnt euch das einfach anschauen. Ich habe jetzt ein bisschen rumprobiert. Für mich war das wichtig zum Testen, wie funktioniert es, was macht man, was kann man damit machen. Zu den Farben an sich wird es auf jeden Fall noch wesentlich mehr geben in den Weihnachtsvideos. Aber so habt ihr schon mal gesehen, wie man die Beutel vielleicht ein bisschen anders gestalten kann. Wenn ihr also Ideen braucht noch für Halloween, dann nutzt die gerne oder vielleicht für den nächsten Adventskalender. Der steht ja auch schon bald vor der Tür. Von dem her, ja, kann man langsam mal loslegen. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbasteln, beim Rumprobieren, beim Austesten von diesen ganz tollen Farben. Also ich schaue ein bisschen versuckelt schon wieder aus natürlich, wie immer. Aber ich finde die richtig toll. Also die, ja, da werde ich im nächsten Video dann noch mehr dazu sagen, denke ich, in den Videos von den Weihnachtssachen. Genau, also viel Spaß beim Nachwerkeln. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt.
Klickt da ruhig auf diese Glocke, dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Und ansonsten freue ich mich. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.